Meine Waren sind nützlich. Fürst Sakai, habt ihr einen Moment? Es ist wichtig. Ja, worum geht es? Nicht hier draußen, mein Herr. Hier entlang. Ich tue, was ihr wollt. Mein Name ist Joel. Dies ist mein Laden. Wollt ihr mir etwas verkaufen? Oh, nein, mein Herr. Ach, diese Stelle ist gut. Hier kann keiner lauschen. Sagt mir, worum es hier geht. Um meinen Nachbarn, Haruo. Er verhält sich verdächtig. Er schleicht sich abends aus der Stadt, ist stundenlang fort, kommt erst morgens zurück. Letzte Nacht folgte ich ihm. Er ging zu einem ausgebrannten Haus beim Friedhof und traf dort Banditen. Banditen? Das klingt nicht gut. Ich suche dieses Haus und finde heraus, was sie vorhaben. Danke, Hiyori. Natürlich, mein Herr. Sind
Der Händler in Asamo meinte, sein Nachbar traf hier Banditen. Scheint verlassen zu sein. Ich sehe mich mal um. Alte Verbände. Nicht viel Blut. Leichte. Viel Asche. Das Lagerfeuer wurde oft benutzt. Jemand hat hier vor kurzem gegessen. Der Händler war zu Recht misstrauisch. Ich muss mich verstecken und auf den Nachbarn des Händlers und seine Banditenfreunde warten. War es schwer, aus Asamo rauszukommen? Nein, aber da waren Mongolen auf der Straße. Ich glaube, sie suchen nach uns. Beeilen wir uns. Was habt ihr diesmal dabei? Die Statue von Inari. Oh, die ist wertvoll. Komisch, dass die Mongolen sie nicht genommen haben. Vergraben wir sie mit dem Rest. Diebe. Mal sehen, wo sie alles hinbringen. Haltet die Augen nach Ärger offen. Wie geht's den anderen? Versteckte sich. Die Mongolen sind ein paar Mal am Haus vorbeigeritten, aber bisher geht's allen gut. Habt ihr das gehört? Pferde! Mongolen! Deckung! Sie sind weg. Dann los! Wir hatten Glück. Sie haben den armen Tamon auf der Straße erwischt. Die Mongolen jagen ihn in der ganzen Präfektur. Hoffentlich erledigt er die Bastarde. Wir sind fast da. Wir müssen so schnell wie möglich von der Straße. Was ist mit Tamon passiert? Die Mongolen haben ihn gepfählt. Auf einem Ameisensiegel. Er hat eine Stunde lang geschrien. Das ist schrecklich. Bringen wir es schnell zu Ende. Was tun Sie da? Mir gefällt es nicht, Inari so zu vergraben. Lieber in einem Grab als auf einem Mongolenschiff. Das klingt nicht nach Dieben. Beeilt euch! Hier stimmt was nicht! So. Inari ist sicher. Das reicht. Keine Bewegung. Verflucht! Ich wusste, wir wurden verfolgt! Wartet! Das ist der Samurai!
Gut, dass ihr es seid. Eine seltsame Reaktion für einen Dieb. Wir sind keine Diebe. Ihr habt die Mongolen aus der Asamo-Bucht vertrieben. Aber was, wenn sie zurückkommen und plündern? Wir verstecken die wichtigsten Dinge aus unserem Schrein. Nur für den Fall. Sotaro! Kihai! Kommt schnell! Ukon, ihr solltet bei den anderen bleiben! Die Mongolen haben das Haus gefunden. Unsere Leute sind gefangen. Sie werden sterben. Wie viele Mongolen? Ich konnte nicht alle zählen. Wer von euch kann kämpfen? Kihai und ich. Ihr kommt mit mir. Ihr beide geht ins Haus und beschützt eure Leute. Womit? Mit allem, was ihr habt. Mongolen! Sie kommen von allen Seiten. Angriff! Es kommen mehr! Wir hätten fliehen sollen! Sie geben nicht auf! Wir werden sterben! Otaro, hinter euch! Sind die Hunde reingekommen? Nein, ihr habt sie aufgehalten. Nicht wir. Das war Fürst Sakai. Wer sind diese Leute? Reisende auf der Flucht. Menschen, die ihr Heim verloren haben. Und ihr habt sie beschützt? Wir haben's versucht. Ihr versteckt diese Wertsachen nicht, um sie später zu stehlen? Nein, mein Herr. Wir versuchten nicht, uns zu bereichern. Als wir sahen, was die Mongolen anrichteten, wollten wir nur helfen. Dann helft mir, diese Menschen zur Asamo-Bucht zu bringen. Dort seid ihr alle sicher. Halt! Ich erkenne Banditen, wenn ich welche sehe. Ihr seid hier nicht willkommen. Sie gehören zu mir. Diese Leute brauchen Zuflucht. Sogar die Banditen. Mein Herr, man kann ihnen nicht trauen. Sie haben diese Leute verteidigt. Sie helfen euch, die Stadt zu schützen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Öffnet das Tor! Lasst alle hinein! Wie kann ich euch jemals danken, Fürst Sakai? Beschützt Asamo, wie ihr diese Leute beschützt habt. Das werde ich tun. Und zeigt ihnen, wo die Wertsachen vergraben sind, wenn die Mongolen endgültig weg sind. Verlasst euch drauf. Danke für diese Möglichkeit, mich zu beweisen.
Schaden? Brava, Kage. Kommt her und kämpft! Hier bin ich! Atschachla! Zuckschachla! Schamag, ach du! Alles wird wieder gut. Haben Sie euch verletzt? Sie brannten meinen Hof am Flussweg nieder. Zwischen Zuzu und Asamo. Ihr könnt ihre Männer von den Klippen aus sehen. Gut zu wissen. Ich sehe es mir an.
Thank you.
der Schwertdenkmäler zerstört haben. Niemand würde es wagen, Denkmäler an Fürst Adachi zu holen. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Ich hörte die Mongolen. Bring Schmiede in ihre Lager und zwing sie ab. Pferde brachten die Mongolen wohl auf den Schiffen mit. Das stimmt, Hunderte. Die Überfahrt mit lebenden Tieren war bestimmt schwierig. Wie sie das geschafft haben. Kluge Anführer können alles. Es heißt, der Khan habe Orte erobert, von denen wir nie gehört haben. Es wird viel. Alle Sonne. Fürst Sakai! Kenji, was macht ihr denn hier? Etwas ist ziemlich schief gelaufen, mein Herr. Was habt ihr getan? Nichts. Die Mongolen haben all unser Essen genommen. Reis, Hirse, Fisch, alles, was sie bekommen konnten. Wir verhungern. Ihr sagt, wir. Das ist nicht euer Hof. Ich habe über das nachgedacht, was ihr sagtet. Und ich versuche, den Bauern hier zu helfen. Wo ist das Mongolenlager? Wer weiß, sie kommen nur alle paar Tage, nehmen das Essen und gehen wieder. Ich könnte sie überfallen. Sie haben Geiseln und so einfach ist es nicht. Wenn wir keine Nahrung produzieren... Es gibt sicher einen Weg, sie zu finden. Gibt es. Wird euch nicht gefallen. Das werde ich selbst entscheiden. Kommt, ich zeige es euch. Wir müssen das Essen bündeln und an den Strand legen. Das ist alles von diesem Hof? Vom Hof, aus verlassenen Häusern, geangelt und gejagt. Nur um die Bäuche der Feinde zu füllen.
Wie seid ihr denn überhaupt hier gelandet? Als die Mongolen erfuhren, dass ich zu euch gehöre, wurde es gefährlich. Ich dachte, ein abgelegener Hof sei sicherer. Essen und Trinken für die Mongolen. Aber dieses Sake-Fass ist leer. Ihr wollt die Mongolen noch mehr verärgern? Nicht ganz. Das Fass ist groß genug. Genug für einen bewaffneten, heroischen Samurai. Wisst ihr, was besser passen würde? Ein wappliger, wendiger Sake-Händler. Die Mongolen werden das Fass mitten in ihr Lager tragen. Wer könnte dort mehr ausrichten? Ich oder ihr? Warum lasse ich ständig zu, dass ihr mich in Dingen versteckt? Weil es funktioniert. Hier drin riecht es nach eurem Atem, Kenji. Das Fass hat sich nicht alleine geleert. Es geht los, mein Herr. Da kommen sie. Ja, ja. Gehört alles euch. Nehmt nur, nehmt nur. Master Moriga. Nein, nein, nein. Das ist Miko. Miko ist mein Pferd. Meins. Nadamatan, modir nicht hozos. Au. Das dürft ihr nicht. Miko, nein. Kenjis Plan hat funktioniert. Bei Starla, ala cui vuoi. Fermi galli. Nicht. Wir sind gerettet. Bringt diese Nahrung zu eurem Hof und Kenji die gute Nachricht. Kenji? Warum sollte ich ihm was anderes geben als eine Tracht Prügel? Was meint ihr? Diesem Narren haben wir das hier zu verdanken. Er wollte ein Geschäft mit den Mongolen. Oh, Fürst Sakai. Das war unglaublich. Kenji, Sake saufendes Stück Affendung. Ich kümmere mich darum. Rechtfertigt euch. Ich verkaufte den Mongolen Nahrung, aber gab ihnen stattdessen Stroh und Holzspäne. Für den Profit? Damit die Bauern Nahrung haben. Dachtet ihr, die Mongolen merken das nicht?
nicht so schnell. Plötzlich gab es Bestrafungen und Geiseln und es hieß, gib uns Nahrung oder wir töten dich. Ich hätte euch nicht ermuntern sollen, euch nützlich zu machen. Was? Nein, nein! Ihr hattet recht, Fürst Zakai. Ich kann Gutes tun. Ich brauche nur Übung. Aber übt nicht, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Ja, mein Herr. Ihr habt Glück, dass der Samurai euch verschont hat. Tut mir leid, Taro. Ich wollte nur helfen. Ihr wollt Hilfe? Erstickt an einem Reißball. Ich merke, dass ihr gerade nicht darüber sprechen wollt. Bis bald, Taro. Zündet euch an und umarmt eine Mongolenbombe. Mein Herr. Ein Wunder, dass die Mongolen keins erschwert haben. Wagen, Denkmäler an Fürst Adachi zu zerstören. Hier auf Tsushima? Klar. Aber sie wissen nicht. Fürst Sakai, kommt schnell! Fürstin Masako, habt ihr Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Auf der Liste, die wir fanden, stand Sadao ganz weit oben. Er ist das Oberhaupt des Kuta-Gehöfts. Kutas Leute dienten eurem Clan. Warum wendete er sich gegen euch? Er ist ein undankbarer Verräter. Mein Ehemann ernannte Sadao zum Oberhaupt und er revanchierte sich mit Blutvergießen. Wie ich erfuhr, floh er aus Kuta in der Nacht des Mordes. Er hörte wohl, dass ihr noch lebt. Sadao ist eine falsche Schlange. Aber sein Bruder, Hachi, ist ein Narr. Er kam gerade beim Tempel vorbei, um Essen für die Flüchtlinge zu bringen. Zeit für eine ungeplante Lieferung an seinen Bruder. Und wir sind da, um ihn zu schnappen. Wir müssen los, sonst verlieren wir ihn. Nach dem Vorfall im Gasthaus hatte ich euch nicht mehr im Tempel erwartet. Ich wollte Sadaos Bruder suchen und um die Toten des Adachi-Clans trauern. Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht, solange die Mörder frei sind. Nach dem Tod meines Vaters verabschiedete ich mich in derselben Nacht. Das hat den Schmerz gelindert. Ich habe sie begraben. Das muss ausreichen. Vorerst. Wann habt ihr zuletzt geschlafen oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch. Selbst junge Krieger brauchen volle Mägen und ausgeruhte Schwertarme. Nennt ihr mich etwa alt, Fürst Sakai? Das würde ich nicht wagen. Meinem Schwertarm geht es gut. Wir hätten Hachi längst einholen müssen. Welchen Weg hat er wohl genommen? Beide Straßen wurden benutzt. Sehen wir uns um. Er kann nicht weit sein.
Masako, seht. Der Mann mit dem Wagen. Das ist Hachi, Sadaos Bruder. Wo ist er nur? Da. In Ordnung. Er will fort. Aber wir folgen ihm. Dicht. Aber außer Sicht. Sei brav, Ringo. Sonst gibt's nachher keine Karotte für dich. Was für ein schönes Wetter heute. Wenn uns Mongolen begegnen, dann zähl besser nicht auf mich. Gesellschaft. Sie dürfen uns nicht sehen. Das ist der Ende. Nahrung? Wasser? Andere Sachen. Zeig her. Aber natürlich. Uns wurde Sachen verkauft. Hast du ihn? Noch nicht. Aber ich habe etwas für euren Gast. Ein Treffen. Wir geben es weiter. Er übergab eine Nachricht. Ich bin dann zur üblichen Zeit wieder hier. Wir warten auf dich. Vergesst den Wagen. Folgt diesen Pferden. Der Mann ist ein Idiot. Er ist der Bruder des Oberhaupts. Trotzdem ein Idiot. Aber er hat guten Sake. Nicht heute. Heute hatte er nur eine Nachricht. Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben. Wenn wir sie nicht überbringen, tötet das Oberhaupt uns. Sadao ist ein Familienmensch. Aus einer schlechten Familie. Seine Vettern sind Banditen. Weißt du noch die Unruhen, die ausbrachen, als der Kuta-Hof keinen Reis mehr hatte? Ja. Wer hat wohl die Banditen angeheuert, die die Protestierenden umlegten? Oberhaupt Sadao. Feigling. Ich wusste es. Also, wenn du das nächste Mal ans Oberhaupt denkst, denk ans Kuta-Massaker. Ein Holzfällerhaus. Von Banditen bewacht. Sadaos Vettern. Er versteckt sich wohl dort. Das wissen wir nicht. Aber wir finden es bald heraus. Leichen beantworten keine Fragen. Da ist jemand im Haus. Den bringe ich zum Reden. Lasst mich zuerst. Eine Nachricht von Sadao. Hachi gab sie den Wachen. Da steht nichts über sein Versteck.
Ich werde euch nichts tun. Mein Name ist Sakai. Wer seid ihr? Hina, Sadaos Weib. Mein Mann ist unschuldig. Die Mongolen töteten eure Familie. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ihr lügt! Sie hilft uns. Und sie kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie zu meinem Anwesen. Sie wird mich umbringen! Es wird euch nichts geschehen.